Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Helly von Lennys Playbase und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wir haben 5:13 Uhr. Ich fahre das Fahrrad noch kaputt, Leute, ich weiß es jetzt schon. Machen heute noch ein, zwei Quests. Ja, und gehen dann mal gucken. Wir brauchen noch ein paar Sachen. Ja, wir brauchen noch Ressourcen und. Und ich habe gerade den Fehler des Tages begangen. Ja, meine Bude ist so warm, Leute. Es ist so stickig. Seht ihr das auch? Hallo? Okay. Und ich habe Wäsche aufgehangen. Jawohl, ja. Ich habe Wäsche aufgehangen. Ich sitze hier gerade und gehe kaputt, Leute. Ich kann es euch sagen. Ich sitze hier gerade wirklich und mir ist richtig warm. Ah, richtig ekelhaft ist das. So, ich habe jetzt mal ein paar Mods wieder entfernt, die mir nicht so gut gefallen haben. Ja, unter anderem die Lootbahn-Zombies. Ja. Wo bist du? Komm. Hallo? Ach da. Auch da draußen. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht da draußen? Komm. Warte. So. Und ja, ich weiß jetzt, woran es liegt, dass mein Spiel die ganze Zeit so hakt. Ja. So, komm mal her. Der Zacki-Zacki. Habe ich ihn letztes Mal, glaube ich, genannt, ne? Zacki. Komm, Zacki. Gib mal Gummi hier, Zacki. Ja, ich hab ja eine ganz, ganz kleine SSD nur drin. Wo mein, Dings drauf ist, hier mein Dings, mein Windows. Und da habe ich natürlich keine Spiele, nichts drauf. Und ich habe eine uralte Festplatte noch halt eben in meinem Rechner. Und da habe ich jetzt mal ein paar Tests laufen lassen übers Wochenende. Und ja, ich glaube, ich muss mir echt eine neue Festplatte kaufen. die macht ein paar Probleme. So, ihr seht's, ne? Kaum rede ich drüber, schon habe ich Standbilder. Ich hoffe, die hält noch ein bisschen durch, bis ich irgendwann mal Geld habe und mir eine neue Festplatte kaufen kann. Da, schon wieder. Ansonsten sieht's echt schlecht aus. Weil ich habe die Probleme nicht nur bei Seven Days, ich habe das auch bei anderen Spielen. Ich habe am Wochenende gedacht, ach komm, nimm mal ein Überraschungsformat auf. Ja, wo die Leute sich vielleicht drüber freuen und boah. Ich kann euch sagen, ey, Standbilder vom Feinsten. Und aber am Rechner kann es nicht liegen. Ja, ich habe einen relativ neuen, relativ guten Rechner. Mit einer guten, neuen Grafikkarte eigentlich. Die ist gerade mal ein paar Monate alt. Und ja, Festplattentest hat gesagt, okay, Baby, bald. Ja, wenn du weiter aufnehmen willst, dann. Drückt mir die Daumen, dass die hier noch ein bisschen durchhält. Und ich hoffe, dass dann mit einer neuen Festplatte irgendwann mal hier die ganzen Probleme behoben sind. Achso. Da bin ich jetzt fast drauf reingefallen, Kollege. Fast bin ich drauf reingefallen. Ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist so ein... Oh. Hier. Zacki, zacki mit anderen Hemd. Zacki und der Björn. Komm. So, und ich habe natürlich festgestellt, also mit dem Schlagstock, ist total unsinnig, wenn ich den jetzt schon benutze. Because so ein Bürger hat mir nämlich gesagt, dass da müsste ich erstmal hier in die Intelligenzwaffen reinskillen, weil der wohl dazu gehört. Naja, gut. Und jetzt gehen sie auch ein bisschen einfacher kaputt hier. So. Ja. 3000 spielt schon in dem Spiel, ey. Und ich habe das nicht geblickt mit dem... Mit dem doofen Schockstab. Nicht Schockstab, mit dem doofen Stab. So. Warte mal. Können wir mal erstmal hier den Hebel. So. Abholen muss ich. Guck mal, hier ist noch ein Hebel. Dann machen wir alles auf hier. Wer weiß, wer noch kommt.
Ah, wie cool das wäre, wenn man auf dem Klavier spielen könnte, Leute. Entschuldigung. Mein Gott. Mensch. Zacki. Bist du bescheuert. Oh, Leute, mein Herz, ey. Ich bin total Gedanken verloren. Macht wahrscheinlich macht wahrscheinlich hier die Wäsche im Raum. Ich kriege hier gerade kaum Luft. Die vernebelt meine Sinne. Geht also ganz selbstverständlich rein und ja. Ich schreie euch erstmal halbtaub. Es tut mir leid. So, noch einer ohne Fahrkarte hier. Hallöchen. Okay, das war meine Tasche. Meine Tasche. So. Ja, und ihr habt abgestimmt, Leute. Es wird aus dem Red Rubies wird dann demnächst das Red Hellies. Ja, passt auch tatsächlich echt besser, glaube ich. Das Red Hellies, Leute. So. Habe ich irgendwie eine Dose hier in der Tasche? Ich will das gute Essen noch nicht essen. Ich will es mir noch aufbewahren. Aber ich sollte, glaube ich, vielleicht wirklich mal los. Ja. Und mal ein bisschen jagen. Mal gucken, ob ich irgendwo... Ja, es war so klar. Komm, fahr runter. Nein. Komm, jetzt aber komm. Gucken, ob ich irgendwo ein paar Hirsche oder Hasen oder so kriege. Hirsche, Hasen, Hühner. Hello. Ah, oh, lecko funny, ey. Das ist doch nicht normal hier. Was für eine Bruchbude. So. Jetzt aber. Hier oben ist jetzt gleich der Teufel los. Passt auf. Naja, gut. Der Teufel nicht ganz... Aber der Brandy ist los, Leute. Der Brandy. Komm. Steh auf. Oi, so. Tut man nicht alles für einen Screenshot. Hat der mich tatsächlich getroffen? Aber was denke ich mir auch, ne? Ach ja, ich hätte gerne ein Helmlicht, Leute. Ich weiß, ich kann nicht alles auf einmal haben, aber ich hätte es trotzdem gerne. So ein schickes Helmlicht, so. Einfach nur, damit ich im Dunkeln besser sehen kann. So. Ich glaube, das war es auch schon hier, ne? Ups. Wo ist mein Rad? Ist mein Fahrrad. Wo ist es denn? Ach, da. Ja, mal gucken. Ich will überlegen, ob ich nicht schon, weil wir haben jetzt Tag 2, ob ich gleich mit euch, wir haben jetzt 7.41 Uhr, nachher mal ein bisschen Ressourcen holen. Guck mal, hier sind schon mal ein paar Steine, die können wir schon mitnehmen. Und dann schon mal gucken, ob wir den Grundstein fürs Hordentürmchen liegen. Jawohl, ja. Ja, was wir haben, haben wir. Ich habe ja gesagt, ich will so ein bisschen mehr mixen. Ja. Nicht die ganze Zeit nur langweilig irgendwie questen und so. Auch mal ein bisschen zwischendurch was bauen. So. Und ich bin beruhigter, wenn der Turm steht. Ah komm, wir können da vorne hinfahren. So, und man kann jetzt endlich, ich glaube, ich habe es aber schon erwähnt, ne? Für alle die auf dem Server spielen, man kann jetzt auch auf dem Server die Quests ausstellen, also das Questlimit einstellen, sagen wir es mal so. So, guck mal hier, die nehme ich, die will ich haben. Abholen in 292, okay. Das machen wir. Das, guck mal, kannst du alles haben, Kollege, hier. Brauchst alles nicht. Ne, dann nimmt er nur 50er-Stacks, okay.
Ba-ba-da-ba-bam. Guck mal, hast du vielleicht eine Erdner-Helmlichtmod, Leute? Er hat eine Helmlichtmod für 1200. Oh, wie gerne ich die hätte. That's all you're gonna buy? Wie gerne ich die hätte. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ach ja. Habe ich die Autos eigentlich schon gelootet, Leute? Ich bin mal positiv. Ich habe ein gutes Gefühl diesmal, dass ich hier mehr Vehikelbücher kriege. Komm. Naja. Okay. Ich glaube, so mein Optimismus. Leck mich doch am Heck. Ich sag euch, Leute, ja, das Fahrrad, ja, schön und gut. Aber ich fahr's kaputt. Ich weiß es jetzt schon. Und dann werde ich nie wieder ein Fahrrad kriegen. Wahrscheinlich fahre ich es dann kaputt, wenn die Quest kommt, wo ich das Fahrrad eh kriegen würde. Ja, und dann stehe ich da. Und kann mir dann wahrscheinlich nicht mal selbst ein Fahrrad bauen. Ja, ich kenne mein Glück. So, die Quest machen wir noch und dann gehen wir ein bisschen Haiti-Tai rumsammeln hier. Komm, machen wir gleich. Erstmal machen wir Quest und dann machen wir Haiti-Tai. Wir sammeln uns schöne Mats zusammen, um das Türmchen zu bauen. Dupp. Okay. Kann ich hier, guck mal, das kann da alles rein. Kann ich lernen. So. Ich finde die Taschenmod total klasse, Leute. Die gefällt mir tatsächlich besser als die ich vorher drauf hatte. Alleine schon, wenn man jetzt, egal wo, die Slots sperren kann. Komm, das packe ich auch da rein. Und das Essen war. Oh, Pfeile, sehr gut. Ja, deswegen, aber die gefällt mir echt besser, die Mod, als die erste, die ich drauf hatte. Ja, können wir hier doppelt... Oh, ist hier ein Hund? Ist hier ein Hund? Hier ein kleiner Wauwau, wahrscheinlich erst, wenn ich die Quest annehme. Dann kommt wahrscheinlich der Köter. Ja, ich meine, im wahren Leben liebe ich Hunde. Tiere allgemein. Hier im Spiel, nein. Ja, zumindest die Hunde nicht. Ach, guck mal. Okay, aber hier ist nichts drauf. Okidok. Dann... Der ist gar nicht mehr gewohnt, irgendwo reinzukommen und dann ist da kein Zombie. Könnte ich eine Dings haben? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich hätte jetzt aber gerne eine. Ich hätte jetzt gerne eine French, Leute. Eine French. Es war so klar. Leck mich am Heck, du blödes Viech. Es war so klar. Das war, guckt euch das doch mal an. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Was eine freche... Au. Toll. Erschöpft. Du bist erschöpft und erleidest 10% mehr Schaden. Ist Vitamine. Habe ich jetzt natürlich gerade nicht. Vitamine. Sind hier Vitamine drin? Gib mir Vitamine. Nein, natürlich nicht. 10% mehr Schaden. Alter Verwalter. Kann ich das looten? Ja. Also ganz ehrlich, ich habe aber auch ein... Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Spiel verlernt. Ja. Ich erschrecke mich bei Sachen, wo ich sonst nie geschrien habe. So.
kann nichts mehr. Nix kann ich, Leute. Nix. Ich brauche ganz viel Liebe unterm Video. Und Vitamine brauche ich. Na, komm. Na, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Das haben natürlich alle wach gemacht, ne? Ja, Glenny. Und eine Cordula. Kommen Sie mal her. So. Keine Ausdauer mehr, nix. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es hier so ein paar Soundbugs gibt. Ja? So, die Zombies sind schon tot. Kippen, sind schon, liegen schon auf dem Boden und ihr hört trotzdem noch irgendwie so irgendwie Sekunden später, nachdem die eigentlich schon, ne, tot sind. Kann aber natürlich an meiner tollen Festplatte hier liegen. Ja, natürlich, meine Tasche ist natürlich oben. Ach komm. Das Brandopfer, Alter. Nee, komm. Oh nein. Oh nein. Das wär's jetzt gewesen, Leute. Der dümmste Tod ever. Rausrennen, weil Panikmut. Ja. Und dann in die Spikes reinlatschen. So, ich trinke nochmal lieber ein bisschen. Und wir reparieren. Und gucken mal nach der Tasche. Klar. Ist natürlich komplett auf dem Dach. So, Timmy. Sei artig. Komm. Mann! Ich hasse diesen Rage-Mut. Ich will das nicht. Ach, leck mich doch am. Ganz ehrlich. Ganz, ganz doll. Wirklich. Nix krieg ich mehr hin, Leute, nix. Ah, ist doch nicht normal. Was ist denn los mit mir? Ich werd, glaube ich, zu alt. Ich bin jetzt 47, Leute. Ich glaube, jetzt ist langsam so mein Zenit erreicht. Ja. Ich sollte aufhören, mich zurückziehen. Mein restliches Dasein fristen. Schon mal ein paar Packungen hier irgendwie, keine Ahnung, Erde kaufen, so für die Badewanne. Pflegende Heilerde am besten. Okay. Gibt's hier nicht irgendwie einen anderen Eingang? Ach, da ist meine Tasche, okay. Da ist meine Tasche. Gibt's hier noch irgendwas zu looten?
Nein. Okay, Duke. Dann gehe ich jetzt einfach wieder. Bevor ich gleich noch eingeschallert kriege und dann wirklich tot bin. So. Ab zum liebevollsten Händler der Welt. Ja. Ups. Und dann gehen wir noch ein bisschen Mats sammeln, Leute. Ja, und ich wurde gefragt jetzt mit den neuen Einstellungen, wie groß jetzt meine Folgen werden. Ja, also ich habe für die letzte Folge waren es knapp 20 GB. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen umgestellt. Ja, um zu gucken, ob die Folge dann immer noch so groß wird, die Qualität aber hoffentlich gleich bleibt, weil es dauert echt ewig dann, bis die Folgen hochgeladen sind natürlich. Ne? Aber ich möchte natürlich auch, dass ihr so halbwegs ordentlich Qualität habt und nicht ständig da irgendeinen Grisselmatsch sehen müsst. Gegrilltes Fleisch könnte ich gebrauchen, ne? Schrotflinten, nein. Was macht die Kneipenschlägerei? Die Gesundheit bei jedem Schlag um einen Gesundheitspunkt wiederhergestellt. Oh, das ist gut. Eigentlich gut, ne? Für meinen momentan wackeligen Spielstil ist das eigentlich super, aber ich mache es jetzt trotzdem so. So. Ja. Die nehme ich schon mal an. Aber wir gehen jetzt trotzdem noch ein paar Ressourcen kaufen, genau. Ein paar Ressourcen holen. Ein paar Ressourcen kaufen. Boah, heute ist aber auch ein komischer Tag. Ich quatsch nur Blödsinn. Ich meine, kein Unterschied zu sonst, ne? Aber... schöne viele Nester hier. Guck mal, da liegt noch eins. Jetzt muss ich nur noch irgendwo ein Schweinchen finden. Ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt schon Ei mit Speck kochen? Ich meine, Bücher habe ich ja hier diesmal echt mehr Glück mit, ne? Also zumindest, Kochen und Medizin und so. Haltet mal, wir gucken mal, was habe ich denn jetzt überhaupt? Werkzeuge, okay, zwei. Da habe ich noch gar nichts. Vorschlaghammer. Gewehre. Okay. Nahrung. Gut, ich könnte eh noch kein Ei mit Speck. Aber gebratenes könnte ich zumindest schon mal. Das wäre schon. Und Maisbrot. Und Tee. Oh, das ist ganz wichtig. Tee. Fahrzeuge. Ich gucke gar nicht rein, wie viel ich in Fahrzeuge habe, Leute. Lohnt sich nicht. Ah, bleib trotzdem optimistisch. So, Zacki. Ich hatte mal einen Kollegen, der hieß Hacki. Ja, der sah so ähnlich aus. Jetzt, wo ich hier Zacki sehe. Hacki, Zacki. Ich muss, glaube ich, mal meine eigene Namensmod erstellen. Ja. Und dann meine eigenen Namen, dass wenn ich hier spiele, meine eigenen Namen über den Zombies stehen. Würde ich gut finden. Warte mal, wo schlafe ich denn? Da schlafe ich. Mal gucken hier. Ich habe jetzt 1200 Holz, habe ich gerade gesehen. Das heißt, einen Grundstock können wir schon mal legen. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Und ich muss immer noch die Treppe unten abhacken. Irgendwann habe ich das Böse erwachen. Ja, da stehe ich dann nachts und denke an nichts Böses, weil ich es vergessen habe mit der Treppe. Und dann hauen die mir da oben alles weg. Dann stehe ich da. Ich bräuchte echt... Wartet mal, das kann ich...
Wartet mal, beginn mal eben. Ich muss mal gucken. Mensch, nimm das Fahrrad auf. Ich muss mal eben gucken, ob ich mir zumindest schon mal ein bisschen Fleisch abkochen kann. So. Haben wir denn hier alles drin? Erstmal räumen wir alles ein. Ne, warte mal, Lebensmittel hatte ich hier schon. Bam, bam. Ich habe gar kein Fleisch zum Abkochen, lol. Okay, dann hat sich die Frage erübrigt. Warte mal, was brauche ich denn fürs... Was brauche ich denn dafür? Wasser. Wasser. Jetzt, wo ich noch nichts habe, ist mir das ein bisschen zu... ich weiß nicht. Habe ich schon ein Maisbrot hier? Nee, habe ich auch nicht. Ach, was mache ich denn hier? Aber wartet mal, hatte ich Vitamine irgendwo? Nope, hatte ich auch nicht. Schade. Nix habe ich, Leute. Gar nichts. Ja gut, ich habe 3 Fleisch. Das muss jetzt erstmal reichen. Wasser kann ich mir jetzt... Tee kann ich mir jetzt auch nicht abkochen. Hab ich keine Chrysanthemen. Also müssen wir noch ein bisschen warten hier. Komm. Noch mal ein paar Pfeile. Das kann ja kochen und dann... Gehen wir mal zurück hier noch. Ressourcen sammeln. Muss ja auch mal sein. Habe ich dich schon gelootet? Nein, habe ich noch nicht. Tja. Boah. Alter Vater. Ich war jetzt so in Gedanken auf den Stein. Und der macht da so ein Radau und so ein Krach. So, krieg ich hier noch ein paar Vitamine. Nee, aber noch ein Gipsbein, Leute. Oh. Besser als nix. Warte mal, wenn ich den jetzt mit dem Messer, ne, kriege ich dann eigentlich... Nee, okay. Truckstop Diner. Vielleicht... Aber nur vielleicht könnten wir da... Ah, stopp. Noch ein bisschen was zu essen kriegen. Komm, Fahrrad lasse ich mal hier kurz liegen. Weil der Björn, der kommt ja so oder so. Guck mal, das sieht cool aus, ne? Truck, stop, deiner, wartet mal. Moment. Kann ich einen coolen Screenshot von machen? Das muss bedrohlich aussehen hier. Nevis Game Falls. Food und Fuel. Okay, da können wir auch tanken. Wie geil das wäre... Ja, wenn man an den Tankstellen tatsächlich so mit seinem Auto oder mit seiner Karre hin könnte noch und zu tanken. So wie bei Scum.
Das will ich so feiern. Ja. Ah, du bist es. Der Gastro-Gerd, Leute. Boah, die sind aber stellenweise... Oder bild ich jetzt mal ganz ehrlich, Leute, schreibt mir das mal unter das Video. Bild ich mir das ein? Ja, oder sind die wirklich stellenweise so laut? Ja, und ich habe schon bei mir alles Mögliche runtergedreht. So, Essen. Aber wir haben 30 Minuten voll, Leute. Und in Anbetracht dessen, dass die Folgen so riesig werden, ja, werde ich jetzt hier ein Folgenpäuschen machen. Und wir machen aber hier gleich weiter. In der nächsten Folge dann. Ich freue mich drauf. Und ja, habt alle noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.